Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt, war ich bei der Ladeneröffnung der Nerdzentrale in Karlsruhe und auf einem Event, das sich Lanarana nennt. Das ist eine große LAN-Party und was es da noch so alles gab. Und warum vor allem dieses Video auch so spät kommt, verrate ich euch natürlich nach dem Intro. Ja, wie gesagt, das Video kommt reichlich spät und zwar ist es jetzt schon 2 Wochen her, als die Ladeneröffnung war und die Lanarama. Das Ganze hat aber ganz einfach den Grund, dass ich halt doch für das Gamescom-Video allein schon etwas viel Zeit zum Schneiden gebraucht habe, beziehungsweise die erste Woche nach der Gamescom war ich einfach platt, da hatte ich nicht die Ambition, irgendwas zu schneiden und ich denke mir, bevor ich irgendwas einfach nur dahin rotze, dass es einfach pünktlich da ist, lasse ich mir doch lieber ein bisschen Zeit und versuche ein bisschen etwas Besseres draus zu machen. Und ja, so war es eben mit dem Gamescom-Video alleine schon. Und die Woche darauf, also nach der Gamescom, nachdem die Gamescom zu Ende war, war ja die Ladeneröffnung schon und dann hatte ich das schon gefilmt, musste aber das Gamescom-Video noch schneiden und so hat sich das halt nochmal ein bisschen aufgeschoben, weil ich eben die eine Woche nach der Ladeneröffnung schon nur gebraucht habe, um das Gamescom-Video zu schneiden. Und dann am Wochenende war ja dann schon die Retro-Börse, nachdem dann das Gamescom-Video online war und so hat sich das eben alles ein bisschen hinausgezögert. Gestern zum Beispiel war ich auch nochmal unterwegs, da kommt dann auch nochmal dem nächsten Video, dürft ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen, es kommt wieder etwas zeitnaher. Und ja, ansonsten hat man einfach auch nur die alltäglichen Dinge im Leben zu tun, wie zum Beispiel man muss einkaufen gehen, man muss den Haushalt machen und so weiter. Also selbst da hat man dann nicht immer durchgehend Zeit zu schneiden oder sich um Videos zu kümmern und ja. Das ist die ganz einfache Erklärung, warum das Video jetzt ein bisschen später kommt und ja, ich hoffe, ihr schaut es trotzdem und ich hoffe, ihr schaut auch nochmal in das Gamescom-Video rein. Ich weiß, es kam lang nach der Gamescom, also die Zeit war etwas lang nach der Gamescom, aber ich habe mir da wirklich Mühe gegeben und ich finde, das Video ist echt gut geworden. Also wenn ihr den Laberteil nicht sehen wollt, dürft ihr auch gerne auf 1 Minute 15 vorskippen. Schaut euch nur den Schnitt ein bisschen zusammen an und ja, ich habe eben gesehen, dass die Klicks ein bisschen wenig sind. Also ich bettel jetzt nicht um Klicks, aber ich denke, für das, was ich an Aufwand reingesteckt habe, wäre es doch cool gewesen, wenn es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hätte. Und ja, das ist einfach so nur ein kleiner Hinweis, das Gamescom-Video ist noch da. Dürft ihr auf jeden Fall gerne mal reinschauen. So, und dann kommen wir auch schon zu der Ladeneröffnung der Nerdzentrale in Karlsruhe. Und ja, wahrscheinlich habt ihr schon mitbekommen, der gute Vincent hat sich den Laden hier gekrallt und führt den jetzt weiter und wahrscheinlich habt ihr das eine oder andere Video darüber schon gesehen und den Vincent kennt man ja auch schon aus den ein oder anderen Börsenvideo, nicht nur von mir, sondern von anderen Leuten auch. Und ja, ich habe auf jeden Fall hier noch ein bisschen was gefilmt und zusammengeschnitten und danach zeige ich euch noch ein bisschen, was ich davon mitgenommen habe. Hallo und herzlich willkommen zu Spider-Maniac TV. Wir sind in Karlsruhe. Warte mal, so professionell bin ich doch gar nicht. Ich bin hier bloß bei so einem komischen Videospieleladen. Wollt mal reingucken? Schau mal rein. Guten Tag, wie ist der Name? Guten Tag, Daumenkrieger. Bitte abonnieren. Bitte abonnieren. Juhu, free Werbung. Kommt zu mir auf den Kanal, gibt verrücktes Zeug. Der ist eh viel besser wie meiner, ich bin so schlecht. Guckt es euch selber an, würde mich freuen, wenn ihr vorbeiguckt. Ich mache verrückte Sachen, demnächst kommt ein Lego-Film, 1A. Huh?
So, jetzt sind wir in dem Laden drin und wen sieht man hier? Das ist ja der Vincent. Hi. Servus. Was machst du hier? Ich weiß nicht, irgendwie weiß ich, du hast mir einen Laden gekauft. Nicht nur einzelne Spiele, sondern gleich den ganzen Laden, ist ja krass. Und besserer Preis. Ach so, ja. Mengenrabatt, alles klar. Absoluter Mengenrabatt. Okay, und ja, was machst du hier mit dem Laden dann? Ich baue den jetzt ein bisschen auf Retro aus, ein bisschen auf Actionfiguren noch, Comics, Mangas. Also du verkaufst quasi selber jetzt hier? Ich verkaufe jetzt selber, ja. Ist dein Laden jetzt. Aber die Hälfte wird behalten, habe ich heute schon beim Einkauf gemerkt. Okay, wie kann man deinen Laden finden? Wo ist der? Einfach auf Facebook, Karlsruher Ankauf. Magst du vielleicht Adresse gleich noch? Karlstraße 49, Karlsruhe natürlich, ja. Für die, die ein bisschen faul sind. So. Das sind die ein bisschen faul sind. Meine Zuschauer, die leben meinen Lifestyle, die sind ein bisschen faul, deswegen lieber okay, alles an Empfehlung. Kennt man von dir, ja. Genau. Alles klar, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg für deinen Laden und ja, auf eine Börse wird man sich ewig. Wir sehen uns in Bochum, denke ich, oder? Ich denke mal. Also, alles klar. Tschüss. Ciao. So, und für alle, die sich wundern, ihr habt wahrscheinlich schon bei anderen Leuten die Eröffnung der Nerdzentrale gesehen und habt euch jetzt gedacht, warum kam die bei mir im Video nicht vor? Da kann ich ganz einfach dazu sagen, ich war etwas spät dran und man hat sich zwar noch getroffen, aber dann sind die Leute schon wieder gegangen, unter anderem der Gary, Ree, ja, die mussten dann schon wieder los, Chico, mussten alle schon wieder los und ja, da, ich bin eben erst kurz davor hier in der Nerdzentrale angekommen und deswegen hat man sich quasi schon fast verpasst und auch keine Möglichkeit gehabt, noch irgendwas mit denen zusammen zu filmen, aber wie gesagt, man hat sich getroffen und ja, das war auf jeden Fall cool. Gut, apropos, man hat Leute getroffen. Ich habe von dem guten Volker, den habt ihr wahrscheinlich auch im Video gesehen, wir hatten vorher schon ein bisschen was ausgemacht, der hat es mir dann mitgebracht und zwar Mario Kart Double Dash für die GameCube und ja, ich wollte das eigentlich nur haben, weil das ist nämlich die Variante, in der die Collector's Edition von Zelda mit dabei ist, hier zu sehen. Und ja, das wollte ich einfach für meine Zelda-Sammlung mit haben, weil ich sammle ja auch Spiele, die quasi Link und so mit beinhalten und da hat er eben so einen, sag ich mal, Gastauftritt in diesem Spiel und ja, deswegen musste ich die haben. Hier fehlt leider die Anleitung zu diesem Zelda-Teil, also zu der Collector's Edition und falls jemand so eine Anleitung lose rumliegen hat, darf sich natürlich gerne melden. Wäre cool, es zu komplettieren und ja, hier ist halt nur schade, der Aufkleber, bin ich eigentlich der Meinung, dass der immer auf diese Seite gehört und der ist hier auch so ganz komisch draufgeklebt worden. Hat mir der Volker gesagt, er hat es leider auch nur so gekauft. Und ja, ein bisschen schade, aber auf jeden Fall Mario Kart Double Dash für die GameCube inklusive die Zelda Collector's Edition. Danke dafür nochmal und Grüße an dich. Dann habe ich bei Vincent natürlich auch ein bisschen was gekauft im Laden, den ein bisschen zu unterstützen. Und ja, es ist leider nicht viel, weil ihr wisst ja wahrscheinlich, ich sammle nicht mehr alles und ein bisschen ausgewählter inzwischen. Und deswegen habe ich jetzt leider nicht so viel mitgenommen. Aber ich habe hier auf jeden Fall einmal Breaking Bad, die fünfte Staffel hier mitgenommen. Ich habe die ersten drei schon hier liegen. Jetzt fehlt mir quasi nur noch der vierte und dann werde ich mir die ganze Reihe mal komplett zu Gemüte führen. Ich habe bisher leider nur die erste Staffel gesehen. Ja, shame on me. Aber ich hole es auf jeden Fall nach und ja, dafür ist schon mal ein weiterer Schritt getan, um alle Staffeln da zu haben und dann wird geguckt. Ich habe nämlich beabsichtigt darauf gewartet, mir alles anzugucken. Bis ich wirklich alle da habe, weil ich möchte alles durchziehen am Stück, weil ich kenne es noch von alten Staffeln her, oder halt nicht von alten Staffeln, sondern von anderen Serien her. Dann guckt man, sagen wir mal, die dritte Staffel von 8 oder so und dann muss man wieder warten, bis die nächste Staffel auf DVD rauskommt oder bis man sich die gönnt. Und dann vergeht wieder Zeit und man ist dann schon wieder ein bisschen raus und deswegen möchte ich die auf jeden Fall komplett durchziehen, weil die erste Staffel, ich fand die sehr gut und ja, da möchte ich auf jeden Fall dranbleiben.
Dann habe ich natürlich noch Spiele mitgenommen. Nein, ich habe erst noch eine Blu-ray mitgenommen und dann ein Spiel noch. Es sah gerade aus wie zwei Spiele, deswegen habe ich die Spiele gesagt. Aber es ist leider nur noch ein Spiel. Deswegen mache ich mit der Blu-ray erstmal weiter. Und zwar Batman Bad Blood. Und zwar ist es ein DC Comic. Ein Comic-Movie, sage ich mal. Sah ganz interessant aus, habe ich mal mitgenommen. Also ich weiß noch gar nicht genau, um was es darin geht. Natürlich um Batman, würde ich immer sagen. Für 5 Euro habe ich es mal mitgenommen und auch der wird sich demnächst reingezogen. Und ein Spiel, worüber ich leider auch noch nicht viel weiß, aber es ist ein Sodesco-Spiel oder Soedesco oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ich sag mal Sodesco. Und das Spiel nennt sich Nero, gab es für 12 Euro. Vincent kennt man natürlich, der hat wieder Spezialpreis gemacht für die Leute, die er mag, die er kennt, keine Ahnung. Und die ihm einfach sympathisch sind. Und ja, Nero musste ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht viel darüber, aber Sodesco macht, wie gesagt, gute Spiele. Und ich habe irgendwas schon mal darüber gehört. Ich weiß nur nicht genau, worum es darum geht, aber ich habe, wie gesagt, nur Positives darüber gehört. Deswegen habe ich mir einfach mal mit. Und ja, landet in meiner Sammlung und wird getestet demnächst. Ja, dann habe ich quasi nichts mehr gekauft, aber ich habe hier trotzdem noch was und wie ich vorhin schon gesagt habe, shame on me über The Breaking Bad, dass ich das noch nicht geguckt habe, aber jetzt shame on you, Vincent, beziehungsweise ich glaube, du hast gesagt, deine Freundin war das, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall shame on denjenigen, der das hier gemacht hat und zwar, ich hasse es. Schreibt meinen Namen endlich mal richtig und zwar, es geht an jeden einzelnen euch da draußen. Man schreibt es S-P-Y-D-I. Vielen Dank. Ja, wie ihr seht, auf jeden Fall habe ich vom guten Vincent noch ein Geschenk bekommen und ich weiß nicht, was da drin ist. Ich habe jetzt echt die 2 Wochen das, obwohl ich selber Bock hatte, das aufzumachen, aber ich wollte das definitiv in einem Video öffnen. Und deswegen ist es jetzt hier noch verschlossen. Ich habe selber Lust, wie gesagt, reinzugucken. Der Vincent hat auch schon gefragt, und hast du es schon aufgemacht? Und ich so, nein, noch nicht. Aber jetzt passiert's und ja, jetzt würde ich sagen, ich mache es einfach mal auf und dann gucken wir mal, was drin ist. Auf jeden Fall sehr schön verpackt. Ich hatte nicht Geburtstag und ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt was bekommen haben, wir Gäste, die in den Laden gekommen sind. Weil es ist eigentlich deine Eröffnung gewesen und wir hätten dir was mitbringen müssen, beziehungsweise du hast von mir ja auch 2 Pappaufsteller bekommen für den Laden und jetzt schaue ich hier mal rein, bin gespannt. Ja, auf jeden Fall danke schon mal dafür, egal was drin ist, mich freut es auf jeden Fall, obwohl es hätte echt nicht sein müssen. Du beschenkst uns eh schon immer mit günstigen Preisen und so weiter. Oho, okay. Es ist etwas drin, das ich eigentlich schon habe, aber ich habe es nur lose in einem etwas nicht so guten Zustand und ich wollte es mir eh mal irgendwann in Verpackung kaufen und es ist auf jeden Fall etwas für die Zelda-Sammlung und ja, es ist auf jeden Fall saugeil und zwar dieses DS-Case in Gold und wie gesagt, ich habe es schon 2-mal sogar da und zwar 2-mal halt zerkratzt und hat ein paar Dellen und jetzt hier endlich in Verpackung zu haben, ist sau nice und jetzt weiß ich auch deine Anspielung, weil du hast irgendwie gesagt, so das ist etwas, was uns irgendwie verbindet und ich weiß genau, was du meinst und zwar hast du mir dein Case damals, ich habe das wie gesagt 2-mal bekommen. Das erste Mal war deins, was ich bekommen habe und ja, es hatte ein paar Kratzer und so weiter. Ich habe es trotzdem genommen und dass du das jetzt quasi, also wenn man es so sehen will, du wertest es mir quasi kostenlos auf und auf jeden Fall hammer nice und wie gesagt, ich weiß es sehr zu schätzen und das, ich werde jedes Mal, wenn ich das hier auf jeden Fall sehe, an dich denken. Oh. Hier, Handherz. Ja, wie gesagt, ich möchte keine Späße drüber machen. Ich weiß es sehr zu schätzen und vielen, vielen Dank. Und ja, wandert auf jeden Fall so, wie es ist in meine Sammlung. Danke nochmal. Gut, dann, das war der Samstag und war ein schöner Tag auf jeden Fall. Achso, ich habe noch fast was vergessen. Wir waren nämlich nach der Eröffnung, beziehungsweise wir sind einfach dann irgendwann losgezogen. Also der Vincent jetzt nicht, der musste ja seinen Laden noch ein bisschen hüten. Aber der Volker, der Daumenkrieger und ich, wir sind noch ein bisschen losgezogen, haben noch ein bisschen was gegessen und ein bisschen die Läden unsicher gemacht, unter anderem GameStop und so weiter. Und da habe ich mir dann auch noch was gekauft und zwar diese Figur hier von Shadow of the Colossus. Die werde ich jetzt mal kurz auspacken und euch dann zeigen, weil hier spiegelt es ein bisschen sehr und ist arg dunkel in der Verpackung, deswegen packe ich die mal schnell aus, ne? Und hier haben wir auch das schöne Stück schon.
Die ist auf jeden Fall sehr schön bearbeitet und ja, die wird auf jeden Fall sich ganz gut machen bei mir in der Sammlung. Wird wahrscheinlich hier hinten irgendwo Platz finden, ich weiß noch nicht genau wo. Das müsste, glaube ich, soweit ich weiß, der erste Koloss sein. Ich habe das Spiel zwar noch nicht ganz durchgespielt, aber ich glaube, das müsste der erste Koloss sein und der ist auf jeden Fall richtig nice, wie gesagt, und ja, cool zu haben auf jeden Fall. Und ich wusste, bis dahin habe ich, glaube ich, einmal irgendwo mitbekommen, dass es die Figur eben gibt und wollte die dann auch schon haben, aber ich habe die dann bei uns nirgendwo gefunden und in Karlsruhe im GameStop lag dann auf einmal die Figur. Gab es, wie man hier sieht, für 25 Euro und ja, ist auf jeden Fall ein lizenziertes Produkt, dafür kann man es auf jeden Fall hinlegen. Wie gesagt, ich finde die Figur nice und ja, das war quasi das Letzte, was ich noch gefunden habe in Karlsruhe, was ich mir gegönnt habe. Ich bin jetzt hier kurz vorm Schneiden, mir ist gerade noch was eingefallen, dass ich was vergessen habe zu zeigen, und zwar hat mir der gute Daumenkrieger noch was verkauft, und zwar, ihr seht hier ein Legend of Zelda Majora's Mask, also hier seht ihr auf jeden Fall schon mal die gelbe Anleitung, was schon mal darauf hindeutet, dass das Spiel ein amerikanisches Spiel ist, denn die deutsche hatte ja die grüne Anleitung mit drin, und ihr seht auch hier dieses Case. Und ja, das Case, habe ich mir sagen lassen, wurde wohl in amerikanischen Videotheken und sowas verwendet. Und ja, er hat mir auf jeden Fall dieses Case verkauft und diese Anleitung dazu. Und ja, jetzt zeige ich euch noch das Modul, und das ist nämlich ein bisschen besonders. Und zwar hat es hier so ein Holo-Cover. Und das finde ich auf jeden Fall mega nice. Und da hat der Daumenkrieger, er hat das eben kaum bekommen, hat er sich schon bei mir gemeldet und eben gesagt, so, wäre das nicht was für dich? Und ich so, doch, auf jeden Fall. Und er hat es mir zu einem super Preis auf jeden Fall verkauft, beziehungsweise wir haben ja was getauscht. Ich glaube, das habe ich bei seinem Video schon gesehen, also schaut auf jeden Fall mal bei seinem Kanal vorbei. Und danke nochmal und Grüße an dich. Und ja, checkt sein Video aus, aber jetzt geht's erstmal hier weiter. So, dann kommen wir auch schon zu LaNaRama, und wie im Titel von dieser Veranstaltung eben schon steht, LaNaRama, es ist eine große LAN-Party, und dieses Jahr hatten sich 250 Leute über PC eben connected, eben über LAN, und haben ein Turnier da halt veranstaltet. Ich glaube, es war PUBG oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon, dass es PUBG war, und ja, da gab es eben so ein Turnier, und ich finde es eben cool, so eine Veranstaltung halt mitzuerleben, wenn sie noch recht klein ist, weil dieses Jahr fand die erst zum zweiten Mal statt. Und es ist dann ganz cool, wenn man sieht, wohin entwickelt sich es noch die nächsten Jahre. Und deswegen wollte ich es eben ein bisschen unterstützen in Form von diesem Video auch, weil ich glaube, so aus unserer Szene in der Clique, so die ganzen Retro-YouTuber und sowas, die meisten haben davon eher nichts gehört, deswegen möchte ich es ein bisschen verbreiten, wie gesagt, einfach ein bisschen unterstützen. Und deswegen würde ich sagen, ich wünsche euch ein bisschen Spaß, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Zusammenschnitt, der jetzt hier gleich kommt. Es ist nicht nur die LAN-Party, sage ich gleich noch vorweg, aber ich habe noch einen Gastredner in diesem Video, und ja, der wird noch ein bisschen erklären, um was es sich da genau handelt. Und ja, deswegen wünsche ich euch viel Spaß damit, und ja, man sieht sich dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Lasst eine Bewertung und einen Daumen da. Das sage ich in letzter Zeit öfters, was ist los mit mir? Eine Bewertung und einen Daumen. Lasst einen Daumen da und lasst einen Kommentar da. Und ja, dann sieht man sich im nächsten Video hoffentlich wieder. Wie gesagt, und ja, bis dahin, ciao. Also gestern habt ihr ja gesehen, war ich in Karlsruhe, heute bin ich im Saarland, und zwar auf der LaNaRama. Hier haben wir den guten Pulsar. Hallo. Der hat hier ein bisschen gestreamt, und genau. Ja, erzähl doch mal, was ist die LaNaRama jetzt genau?
Ja, also die Lanarama war eine oder ist eine 3-Tage Gaming Convention. Das heißt, es gab einen riesengroßen Bereich für LANer, also für Leute, die über LAN zusammen spielen, was man früher als LAN-Partys gekannt hat. Genau, heute. Da habe ich ja auch ein bisschen was gefilmt, das seht ihr ja dann auch. Genau, genau. Und da gab es halt ein riesen Turnier mit CSGO und PUBG. Dann gab es einen Bereich, wo es so ein Retro-Flohmarkt war quasi, wo ihr dann Retro-Sachen kaufen konntet. Es gab einen Cosplay-Contest, wo dann verschiedene Cosplayer zusammen was gemacht haben. Und dann gab es auch einen Gewinner, der gewählt wurde. Wir hatten draußen, hat der Min Becker sein Spiel vorgestellt, sein neues. Man konnte sein neues und sein altes Spiel spielen. Okay. Ja, das Turnier wurde übertragen. Ich habe gestreamt, also jede Menge los. Genau, alles klar. Bei ihm könnt ihr auf jeden Fall auch gerne mal vorbeischauen. Ist unten auf jeden Fall verlinkt. Der Pulsar heißt er. Er streamt sehr gerne und macht generell auch Let's Plays. Genau, ja. Vielen, vielen Dank. Also wer sich dafür interessiert, gerne mal vorbeischauen. Und war cool, dich mal wieder getroffen zu haben. Ebenso, kann ich nur zurückgeben, auf jeden Fall. Danke. Alles klar, schönen Tag noch. Lanarama ist jetzt vorbei, die Leute packen schon alle zusammen und ich habe noch die Streamerin Vanillekicks hier getroffen, die war ja hier da. Also man hat sich ja quasi ein bisschen verabredet hier zum Treffen auf jeden Fall. Und ja, was sagst du zu dem Wochenende? Du warst ja die ganzen Tage hier. Es war super. Also ich habe seit Monaten nicht mehr richtig gestreamt und dann jetzt hier auf so einem Event quasi live mit allem drumherum. Es war einfach nur mega. Es war geil. Die Resonanz war riesig. Es waren so viele Leute, auch die Jungs, die hier bei dem CSGO-Turnier mitgemacht haben, haben meinen Stream zugeschaut. Es war einfach nur mega lustig. Da hat sogar einer gewonnen. Dem habe ich dann vorher noch persönlich seine Sachen abgeliefert. Und es war einfach nur genial. Wir haben hier so viele tolle Leute kennengelernt. Ich hatte so einen geilen Stream. Prinzipiell die ganze Con, es war einfach nur super. Es war lustig. Ich habe geiles Material für ein Video. Ich habe geiles Material auf dem Twitch-Kanal. War super erfolgreich, das Video. Definitiv. Sehr gut. Du hast ja jetzt quasi schon damit angekündigt, dass ein Video kommt. Also schaut auf jeden Fall bei ihr auch vorbei. Dann wisst ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr, was hier so auf der Lanarama so abgeht. Und ja, lasst ihr auch einen Daumen da und vielleicht einen Kommentar, dass ihr von mir, von meiner Seite aus kommt. Das und interessant. Das finde ich mega interessant immer. Und dann war's es. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin. Ciao. Tschüss.